herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder aus dem Fischzimmer. Und ich wollte euch einmal ein Update bei den Hafenplakatbabys geben, deswegen seid gespannt. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie ein Aquarium, was immer noch nicht richtig beleuchtet ist. Und immer noch ganz viele Fische drin, ja. Ich habe sie noch nicht separiert. Ich habe zwei Stück, also vier Stück separiert und zwei sind schon zu einer lieben Zuschauerin gegangen, die schon zu einer guten Freundin geworden ist. Übers Internet leider nur, aber bald sehen wir uns vielleicht auch in Real Life. Und ich habe auch noch zwei andere separiert, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ist das einmal hier so ein blauer, bei blauen Licht. So. Ein blaues Tier, der oder die, ich gehe mal von Männchen aus, sucht jetzt also ab sofort ein Zuhause. Und dann habe ich noch ein anderes Tier. Ein Marble-Männchen separiert. Der war noch vor ein paar Tagen rot und ist jetzt ja, Cello. Das heißt, der wird auch marbeln und auch nochmal seine Farbe ändern. Dann hatte ich ja hier die separiert und gezeigt und wie man schön sieht, das sind Mädels. Das ist auch ein Mädel und hatte ich hier links daneben. Nee. Also zwei Hafenplakat-Mädels. Und das andere Tier ist bereits hier oben in einem Pflanzenbecken, was ich frisch eingerichtet habe, deswegen ist da noch ein bisschen Mulm. Oder also frisch neu eingerichtet habe mit neuen Pflanzen und so weiter. Und das ist, also hier ist wirklich doch was passiert. Das ist eben so, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, doch ein Weibchen, da sieht man den Laichansatz, ja, auch ein schönes, oder? Ich bin mir total unsicher, bei den unteren beiden nicht, aber bei dem, das ist auf jeden Fall ein Weibchen. Ich lasse mich jetzt hier nicht verunsichern von dem Gehabe. Genau, also das ist schon mal die 25 Liter Suite, die feine Dame einnehmen tut. Und die würde sich sicher, oder auch die anderen beiden, über eine 60 Liter Suite freuen. Genau, hier drüben ist auch noch was frei, aber das läuft gerade noch ein und das war schon fertig. Genau, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt machen wir mal hier wieder das Licht hin. Dass ihr das auch seht. Also ich wollte eigentlich ja so eine Lampe nochmal, aber irgendwie ist das nicht so meins. Ich wollte eine, die über das ganze Regal ja geht, weil hier das ist ja kein Zustand mit den LEDs. Ja, und ich habe festgestellt, dass die Tiere marbeln, habe ich ja schon eingangs gesagt. Die weißen sind ja immer noch die, und komischerweise sind da auch Männchen drunter, aber die sind null aggressiv. Ja, also ich sitze hier stundenlang davor und manche sind, also null Aggression. Das kann natürlich auch mit dieser großen Gruppe zusammenhängen. Ist ja auch ein echtes Gewusel. Die haben auch gerade Hunger natürlich. Hier sind auch schon viele dabei, die männlich wirken, wie das Tier oder der. Oder der, will die so lange wie es geht zusammenbehalten. Ich habe mich da auch mit einigen bekannteren Züchtern darüber unterhalten und die versuchen, dieses Separieren zur einen Art schnell zu machen, zur anderen Art langsam. Ja, also das ist, macht jeder wie er will, jeder nach seiner Nase. Deswegen kann ich auch zum Beispiel keine Zuchtanleitung geben, wo dann drin steht, ja, in Woche XY trennt man die Fische. Das werde ich ja sehr oft gefragt. Gerade nach solchen Videos, ne, die haben ja Hunger. Das ist ja zum Beispiel ein Männchen, ne? Das sieht man ja schon allein an den Flossenvolumen, aber null Aggression.
Die sind jetzt natürlich extrem am Rumschwimmen, weil ich hier vor dem Aquarium sitze und die wissen, es gibt gleich Futter. Die sind ja nicht doof. Und die wissen dann schon, wenn ich dann hier anfange mit den Fingern zu patschen, ganz leicht, dann wissen die, hier gibt es gleich Futter. Und ihr seht, wie sich der Trupp hier langsam anstellt. Und das ist immer für mich ein super geiles Bild, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Sieht man immer mal die Farbvielfalt von diesem Marbelwurf. Und jetzt mal hier einfach so frei. Aua, die zwicken mich. Die denken, ich bin Futter. Seht ihr auch mal die Größe. Autsch. Die zwicken meine Finger an. Das fühlt sich an wie bestimmt, ich wette, in so einem Fußspa tut sich das genauso anfühlen. Autsch. Ey, hier ist einer dabei. Oder zwei. Die zwicken mich hier hinten immer rein. Das tut voll weh. Ja, also ich mag die bunte Truppe und ich mag das nicht, die dann. Ich mag dieses Stadium, was aktuell ist. Dass man so einen Haufen bunter Fische hat, ne? So ein Quirl, es ist natürlich viel, ja klar. Das lässt sich nicht. So. Ich hole jetzt mal Futter und dann mache ich euch mal noch eine Slow-Mo rein. Dafür nehme ich jetzt mal Trockenfutter, weil mit Frost oder lebend geht das nicht so. Nicht so geil. Und dann. Ja, da habt ihr mal ein bisschen gesehen hier und jetzt sind sie natürlich alle gleich unten und der Rest, der es nicht gecheckt hat, ist noch hier oben. Dann werfe ich das ein bisschen rein. Ja, also ein bunter Haufen. Dann gucke ich halt, dass die hier schön das Futter kriegen. Und das reicht dann auch schon für alle. Es gibt immer ein paar, die weiter hinten sind. Die kriegen das dann hinten durch die Pflanzen. Sind ja auch Charaktertiere, einfach nur die Fische. Deswegen. Genau, die fressen jetzt hier. Ich gebe die auch immer am gleichen Ort. Hier sind welche, die abgeschiedenen. Sie auch was kriegen, aber sonst sind alle Fische gerade hier in diesen paar Quadratmetern. Hier hinten ist keiner mehr, also so zwei, drei. Das sind dann aber auch meistens die, die auch kleiner sind tatsächlich. Die füttere ich dann hier hinten nochmal einzeln, wenn die vorne wuseln. Dass auch alle ihr Futter kriegen und trocken, wie immer. Oh, das M. Futter davon. Genau, das war jetzt so das kleine Update. Die sind jetzt
fast genau 3 Monate und 2 Monate alt. Also die Weißen sind 3 Monate alt und die anderen 2. Genau. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse sie mal ein bisschen futtern. Morgens kriegen die bei mir immer Lebende oder Frost, das sind unterschiedlich. Und abends kriegen sie dann noch mal ein bisschen trocken. Und wenn ich nicht da bin, abends über den Spender, ansonsten von mir per Hand. Aber meistens bin ich hier eher abends und morgens, mittags auch manchmal. Und dann sitze ich hier und beobachte die Tiere. Meistens versuche ich auch vor dem Fressen den Hauptteil der Beobachtung zu starten, weil sie dann natürlich nicht am Essen sind, sondern ja, also nicht im Fresskoma, sondern vielleicht auch drohen oder so, aber ich habe hier noch keinen Fisch drohen sehen. Null. Also außer die beiden, die ich separiert habe. Sonst habe ich noch keinen Fisch den anderen drohen gesehen und das finde ich echt spannend. Ja, also falls hier jetzt einer Interesse an Fisch hat, dann schreibt mir bitte eine Nachricht über Facebook oder über meine E-Mail-Adresse dani-heli@gmx.de und dann könnt ihr euch mit Wünschen äußern und dann gehen die Tiere auf Reisen oder ihr kommt vorbei und sucht euch einen aus und dann fische ich den raus. Oder wenn er schon separiert ist, dann nehmt ihr ihn mit. Genau. Wichtig ist mir, dass ihr auch das Becken zeigt, weil ohne Foto vom Becken geht hier kein Fisch raus und wenn ich mitkriegen sollte, dass mich jemand anflunkert, das hatte ich schon mal, dann wird der auf Ewigkeiten geblockt. genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und macht's euch kühl. Bei uns hat es nämlich heute nicht abgekühlt mit dem Regen und ja. In diesem Sinne, macht's gut, ciao.